Und ja, meine Kerle, ich denke, es ist doch wieder mal an der Zeit, um in den heutigen Shop hineinzulunzen. Let's go. Wir wollen nicht so viel palabern. Der gestrige Shop war ziemlich jäh, denn es war nicht nur der Elektro-Swing drin, sondern auch noch die Elektro-Swing-Musik. Ja. Ich bin sehr gespannt, was heute drin ist. Ich weiß auch gar nicht, warum Werbevideo hier steht. Ich werbe doch für gar nichts, außer für meinen Creator-Tag. Brüder, das wisst ihr doch selber. Also gehen wir jetzt rein. Meine Güte, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen sollte, dieses Video hier. Und gerne auch ein Abo, wenn ihr neu seid. Okay, der heutige Shop sieht wieder mal sehr kickhaft aus. Also ich denke mal, heute kann man definitiv im Shop seine Kicks rauslassen. Warum und wieso kommen wir jetzt drauf? Erstmal natürlich die Frostschwinge. Ich denke, Valkyrie ist wieder drin. Ja, okay. Stand auch auf Twitter, glaube ich. Daher bin ich dahingehend schon etwas vorinformiert gewesen. Die Valkyren schwingen als knöchrige, vereiste, Pterodactylus-haftige, ja, Flügel. Schön. Wirklich sehr schön. Die Frostschwinge macht genauso ein. Nur ist hier dieses Knochen-Eis-Flügel- Ding etwas ausgeprägter. Ich war gerade etwas abgelenkt vom Feuer. Tut mir leid. Das sah so atemberaubend aus im Moment, als es kam. Die ist wieder am Start, die gute alte Valkyrin. Und gern auch gönnbar mit dem geheiligten Creator-Tagge Random Kai HD. Vielen Dank an jeden, der mich hier alle 2 Wochen einträgt und mich damit supportet. Vielen, vielen Dank an jeden. Postet auch gerne auf Twitter euren Support. Und ich würde sagen, aus gegebenem Anlass werde ich das jetzt mal tun. Ja, denn, also ich werde mir jetzt nicht selbst was kaufen und es auf Twitter posten wie ein räudiges Schwein, was ich dann definitiv verehre, sondern ich werde einfach Support zeigen, der mir halt eben geschenkt worden ist. Und zwar von der guten oder von dem guten Vic. Der hat mir nämlich, ja, ein Foto zukommen lassen, wie er sich was gekauft hat. Davon gerne mehr auf Twitter und Instagram. Diese Dinger wollen in Instagram in die Story hinein. Also folgt mir auch gerne auf Instagram, der Name dafür steht gleich hier unten, RNDMKai. Guckt da auch gerne in die Insta-Stories immer rein. Das ist immer eine sehr jähhafte, lustige Angelegenheit. Also auf Instagram werden die Kicks definitiv rausgelassen. Das allsehende Auge mit Equilibrium lecker und schmeckt. Dazu noch Paradox. Das sieht wirklich sehr paradox aus, also puch. Ein komplett verdecktes Gesicht. Man sieht nur die Ausprägung der Ohren. Und vielleicht der Nase noch. Alter. Dann haben wir hier noch Lace. Das macht es nicht unbedingt weniger mysteriöser, denn der Dämmerbär sieht auch ziemlich strange aus. Definitiv ein weirder Shop. Und ich würde auch sagen, dass da jemand komplett seine Kicks hatte. Money ist da. Hier aus Season X. Ein weiterer Skin, der aus der letzten Season kommt. Kuckuck ist jetzt da. Ein Season 5 Skin, by the way. Mit dem Battle Ballon. Also, das habe ich jetzt so an sich noch nicht so genau beobachtet. Aber ein Ballon als letztendlich ein Ballon. Das ist doch mal an der Stelle, ja, eine sehr schöne Angelegenheit. Und eine sehr schöne Anlehnung auch an den Battle Ballon des Battle Ballons. Per Ballon. Und die ganzen Ballons, die dazu noch so hundsmäßig geknotet worden sind, zu einem Bus, Ehre. Cooler Skin, wurde sich sehr viel Mühe gegeben, habe ich so im Gefühl. Ich habe es im Urin. Birdie ist da. Also wer gerne mal Tennis spielen möchte, hinein da in den geheiligten Aal. Wir kommen noch zum Golfschläger. Ach so, okay. Für mich ist das keine Golferin. Das könnte auch eine Tennisspielerin sein. Jetzt mal ganz ehrlich. Golfschläger. Vielleicht ist aber auch dieses Outfit hier vielseitig einsetzbar. Man weiß es noch nicht so genau. Man erforscht noch. Wir kommen zum Jähtanz-Battle des Tages. Haben Sie Ihre Kicks oder auch nicht und steigen Sie mit ein. Wir gucken uns an, welche Tänze wir heute haben und wie gut die sind. Ja, ihr wisst, wir achten da immer auf den Preis auch mit und gucken auch auf die Seltenheitsstufe. Der ist grün. Und der Tanz hier hat auf jeden Fall auch seine Kicks.
Aber kurz, sehr kurz. Das ist das Ding. Das ist einmal nur kurz so und dann ist vorbei. Zusammenreißer 200 V-Bucks. Wir kommen zu Wackeln. Erst sehr je und auch sehr OG. Season 3 übrigens, ja. Sehr cooler Emote. Und ich hab ihn sogar. Ja, dieser rasende Ansturm ist definitiv Area 51 würdig und ist auch definitiv gerade hier noch zum Weihnachtsscreen. Ich hoffe, der wird diese Woche entfernt, wenn diese Woche das Update kommt. Jedenfalls der Je-Tanz des Tages. Naja, es ist halt eigentlich kein Tanz. Es ist eher ein Emote, aber er hat gewonnen. Es ist der Je-Tanz des Tages. Des heutigen Itemshops. Ich will mir jetzt gar nicht so sehr anmaßen, nochmal ins Spiel zu gehen und euch zeigen zu wollen und euch zu zeigen, wie jetzt das Resultat des Schnees aussieht, weil es ändert sich jetzt nicht mehr so viel. Daher lassen wir das und wir kommen zum Beendigen des Videos. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuschauen. Kurzes Statement. Vielleicht noch, bevor wir wirklich beenden. Ja, das jetzt für die Stammzuschauerschaft, die immer am Start ist. Einmal kurz Hashtag je in den Chat, damit ich weiß, dass ihr da seid. Auch für den Algorithmus. Aber schreibt mir das auch unbedingt, damit ich weiß, dass ihr das hier bis hierhin geguckt habt. Denn jetzt kommen die Infos zu dem Skin-Contest, den ich ja eigentlich gestern Abend im Stream starten wollte, es aber nicht getan habe, weil ich da meine Gründe hatte. Wie zum Beispiel, dass das ein zu großes Projekt werden könnte, als das jetzt mal spontan mit tausenden Problemen und so zu streamen. Ich möchte das planen und ich habe mir da auch schon den finalen Namen einfallen lassen. Es ist nicht Fortnite sucht den Superskin oder so. Aber wobei, oder so klingt eigentlich ziemlich abwegig. Es ist nämlich eigentlich... Ich habe mich dafür entschieden, es Deutschland sucht den Superskin zu nennen. Wisst ihr? Ich habe das Problem, Fortnite zu sagen, weil Fortnite ja nicht danach sucht. Wir suchen danach. Ja, wir Allmanns. Wir Deutschsprachigen suchen nach dem besten Skin. Ja. Und eben deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, es so zu nennen. Deutschland sucht den Superskin. Ich denke, das ist ein ganz cooler Name. Ich habe dafür jetzt auch schon mal Patent angemeldet. Das heißt, die nächsten Tage kommen Infovideos dazu, um euch aber hier zu informieren. Nein, das Projekt ist nicht tot. Es soll kommen. Und es soll sehr jäh werden. Und sehr besonders. Und ich möchte daraus etwas sehr Großes machen. Wenn ihr das auch so annehmen wollt. Aber davon gehe ich mal aus, weil es ist ja an sich ein Format, das ihr vorgeschlagen habt. Und ich denke mal, wenn die meisten von euch im Chat schreiben, mach Skin Contest und ich mache einen, dann habt ihr da Bock drauf. Von daher, let's go. Wir machen dann die nächsten Tage auf jeden Fall den Anfang. Haut rein und ciao.